die Knie zur Brust. Umarm deine Knie und atme tief ein. Nimm jetzt die Hände hinter den Kopf. Verschränk die Finger, Ellenbogen zur Seite. Ausatmen und jetzt bring die Knie nach vorne. Streck ein Bein raus und zieh das andere ran. Wir strecken abwechselnd die Beine und bringen den Ellbogen zum Knie. Also eins, zwei, drei, dreh dich ein. Eins, zwei, drei und kreuzen. Eins, spann die Bauchmuskeln an. Die schräge Bauchmuskulatur für eine schöne Taille. Drei, drehen. Noch zweimal. Eins, zwei, drei, drehen. Gut. Zwei, drei, letztes Mal. Eins, toll, halte durch. Und drehen. Gleich geschafft. Eins, zwei, drei und drehen. Toll gemacht. Zieh die Knie ran. Spür die gesamte Bauchdecke. Das war wirklich gut. Jetzt machen wir die Radfahrerübung. Ein Klassiker. Zurecht, weil er super wirkt. Knie hoch. Hände hinter den Kopf. Ausatmen, heb die Brust. Beine abwechselnd ausstrecken, Brust kreuzen. Den Ellbogen zum Knie. Achtmal. Eins, zwei. Gut, immer weiter atmen. Niemals das Atmen vergessen, wenn es anstrengend wird. Atmen, atmen, ausatmen, ausatmen. Gut, drehen, drehen. Letztes Mal, kreuzen. Gut, zieh die Knie wieder zur Brust. Das war eine starke Leistung. Jetzt nimm die Knie nochmal hoch. Schieb dich mit den Bauchmuskeln nach oben. Zieh sie fest zusammen, halten. Brust hoch, die Arme hinter den Kopf. Die Ellenbogen zeigen nach außen. Wir ziehen uns achtmal hoch. Los geht's, acht. Und sieben. Bauch rein und halten. Sechs. Nicht nachlassen. Hoch. Fünf. Noch viermal. Ausatmen. Hoch. Drei. Zieh dich zusammen. Heb dich hoch. Und auf eins halten. Wenn du kannst, nimm die Gewichte. Kleine Zugabe. Ausatmen. Brust heben. Acht. Sieben. Sechs. Bald passen die engen Jeans wieder. Du machst das toll. Noch dreimal. Und eins. Auflösen.